Interessierst du dich auch für das Gerber Strong Arm? Ich würde sagen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Ross vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Messer. Und ich muss eines gleich dazu sagen, es hat einen Wellenschliff, dazu komme ich aber gleich. Es gibt es auch ohne, ja? Das möchte ich gleich vorweg schicken, bevor du wegdrückst. Es gibt zwei Follower, die mich wegen diesem Messer extrem nerven. Lieb nerven natürlich. Und da gibt es jemanden, der mir fast in jedem Kommentar einfach nur mal schreibt, wann gibt es die Refutation, wann gibt es die Refutation? Jetzt gibt es ihn. So, ich habe das Messer auf Amazon bestellt und leider habe ich nicht genau geschaut und habe das mit dem Wellenschliff bestellt. Und das macht mich wuschig, weil das Messer kommt genau so einfach wieder zurück. Aber nicht, weil es schlecht ist, ganz im Gegenteil, dazu komme ich gleich, sondern weil es auch eine Version ohne diesen Wellenschliff gibt und die muss ich haben. Aber gut, als ich das Messer ausgepackt habe, es kommt so in einer schönen Schachtel, die liegt jetzt daheim, das ist nicht der Punkt, kommt das so. Und ich habe mir gleich einmal gedacht, schaut schön aus. Dann habe ich so rausgenommen und habe mir gedacht, warum ist denn das Ding so leicht? Dann habe ich angezogen und das Messer rausgenommen und den Griff gespürt, Haptik, ja, und mir gedacht, oh. Dann habe ich den Wellenschliff gesehen und habe gesagt, Und dann habe ich darüber nachgedacht und gleich einmal beim Computer nachgeschaut, dass ich habe mich vertan, ich habe auf das Falsche geklickt. Es gibt es auch ohne und das werde ich mir jetzt holen, weil ich finde das voll super. Es liegt extrem genial in der Hand. Wirklich, also für mich zumindest. Und mich stört auch dieser Hinterrepariersteg hier überhaupt nicht, weil ich übergreifen kann. Der ist ja nicht so lang wie bei einer Saufeder, wie man sagt, also so einem Wildschwein-Tötmesser, das so lang ist und so, sondern nur ganz kurz. Das heißt, das stört mich nicht. Man kann auf der anderen Seite hier wirklich schön reingreifen, wenn man mal was Grobes arbeiten will. Und für das ist dieses Messer auch gedacht. Aber wenn ich wirklich feiner arbeiten will, geht das auch, weil ich übergreifen kann. Klingenrücken scharf, Feuerstahlbedienung, da bin ich mal, ich will das jetzt nicht benutzen, weil ich schicke es ja zurück, das wäre unfair. Ich bin mir sehr sicher, dass das funktionieren wird und werde es auch in den Langzeittest nehmen. Hölle scharf ab Werk da vorne, also da hinten ist es wirklich sehr scharf. Schön verarbeitet. Was sicher ein Thema sein wird, das ist dieser Punkt hier. Ja, der Schliff wird erst hier anfangen, auch der gerade Schliff. Das heißt, das ist einfach so. Massiv dick, wirklich massiv dick, ein Stück Stahl. Da hinten noch einmal, kommt noch einmal der Stahl raus zum Aufbrechen, Glasbrechen oder weiß ich nicht. Der Griff ist lang genug, dass man ihn nehmen kann. Die Scheide ist sehr, sehr nett, schaut wirklich schön aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, also da ist ein breites Band, das kann man runternehmen. Ja, also das kannst du ausfädeln und kannst es nur so tragen, was natürlich die gescheitere Variante ist, ja, wenn du einen normalen Gürtel hast. Oder ich muss ausprobieren, ob das in eine Molle reinpasst, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das auch in eine Molle reinpassen würde hier. Da kann man auch noch einmal was durchschlaufern, das finde ich super. Du kannst das auch abnehmen, wenn du magst, dazu muss ich aber das Messer entfernen. So. Man kann das auch komplett runternehmen. So. So. Und nur die Scheide irgendwo drauf platzieren. Oder eben den Breiten, wenn du einen breiten Gurt hast oder aus welchem Grund auch immer. Es ist für das, was es Gewicht ist, irrsinnig leicht. Und ich muss sagen, danke, dass du mich genervt hast. Ja, an alle, die immer geschrieben haben und auch Mails geschrieben haben. Ich finde das Messer super. Ich werde mir das jetzt besorgen. Ohne Wellenschliff. Ich hasse Wellenschliff. Link zu dem Video gebe ich da. Da habe ich das einmal erklärt, warum ich den hasse. Aber ist in Ordnung. Ich werde das Messer jetzt kaufen. Mit geraden Schliff und werde es in den Langzeittest nehmen und dann nächstes Jahr im Sommer mal darüber berichten. Aber ich bin mir sicher, dass man das nicht umbringen kann, also sehr sicher. Auch die Spitze, die ist richtig schön fett, wird erst dann am Schluss schlanker. Das ist natürlich kein klassisches Schnitzmesser, wo ich einen Löffel machen will oder wie der Rocco, da habe ich auch einmal vor kurzem ein Buch vorgestellt, Link gebe ich da, wo man der Bushcrafter, der sich dieses ganze Besteck und alles selbst macht. Das wird es wahrscheinlich mit dem nicht so sehr spielen, aber das ist ein Arbeitstier. Schöne Scheide. Bin richtig begeistert. Ein bisschen traurig, dass ich das wegschicken muss, aber so ist die Welt. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du das Messer? Wie findest du es? Wie hast du es vielleicht in einer Langzeittest? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Dann mag ich dich bitten darum. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt, nämlich zu dem ohne Wellenschliff, gibt es auch da unten. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.